Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Verbandsligaspiel TSG Vettersheim gegen Lauenstein, Endstand 0:2. Ich begrüße die beiden Trainer, den Philipp Weißhaar und Norbert Ameli. Philipp, das erste Statement von dir bitte. Erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch zum Sieg und wie gesagt, dein Statement bitte. Also hallo erstmal, vielen Dank für die Glückwünsche. Wir sind hoch zufrieden mit dem Sieg. Also wenn mir das vorher jemand gesagt hätte, hätte ich das direkt unterschrieben. Wir wussten, dass uns hier eine Mannschaft erwartet, wo von der Qualität her sehr, sehr stark ist. Wir mit der jungen Truppe wussten, dass es nur darüber geht, mit dem Kampf und der Leidenschaft. Und dass wir dann einen 2-0-Sieg einfach überglücklich darüber. Hallo zusammen. Glückwunsch an die Gäste aus Hauenstein. Ein hochverdienter Sieg. Gerade eben wurde es in der Kabine etwas lauter, weil es ist für mich unverständlich, so eine Leistung abzurufen. Das war von der ersten bis zur letzten Minute eine bodenlose Vorstellung, eine katastrophale Vorstellung. Erklärung habe ich aktuell keine dafür. Warum? Weil wir in die Liga nicht gut gestartet sind, hatten aber extrem viel Pech. Jeder, der das Spiel letzte Woche gegen Kaudernheim gesehen hat, wir haben die 70, 75 Minuten dominiert, haben dann die Woche sehr, sehr gut trainiert, was aber die Mannschaft dann heute abgeliefert hat. Dafür habe ich keine Worte. Da hat alles gefehlt, alles von A bis Z. Jetzt ist die Realität, dass wir nach 4 Spielen unten drin stehen. Ich kann es auch nicht mehr hören, hier Qualität, hier Top-Favorit, ist alles absoluter Quatsch. Es sollten sich Spieler hier hinterfragen. Ich stehe als Trainer immer hinter der Mannschaft, aber jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mit Leib und Seele dabei bin, dass ich mir die Mannschaft hervorragend versuche vorzubereiten. Wenn aber hier gewisse Spieler, keine Ahnung, einfach so zum Kicken kommen und denken, das ist hier Hobbykicken, dann kann ich da auch nichts mehr machen. Fakt ist, gerade eben, wurde es wie gesagt lauter vom sportlichen Leiter und von mir als Trainer. Der Verein steht hinter mir, ich stehe hinter dem Verein, aber es gibt hier Spieler, die, das geht so nicht weiter, das ist Fakt. Und jetzt sind wir angekommen im Abstiegskampf, das ist unglaublich. Ich habe ganz andere Ziele hier gehabt oder habe sie immer noch, aber in dem Zustand. Nochmal, ich habe keine Erklärung dafür, aber so ein Spiel abzuliefern, bei allem Respekt gegenüber Hauenstein, aber der Anspruch von uns ist, daheim gegen einen Aufsteiger zu gewinnen. Da haben wir heute einfach hochverdient verloren. Glückwunsch an die Gäste, die haben alles reingelegt, die haben das gemacht, was Fußball ausmacht, gekämpft, geackert, kommuniziert. Bei uns hat einfach alles gefehlt. Nochmal, ich habe 0,0 Verständnis dafür und klar, in der Frage auch ich nicht, aber es sollten sich mal die Spieler hinterfragen. Und ich kann nicht immer nur hinter denen stehen, weil das ist wirklich bodenlos, was da manche abziehen. Fakt ist aber auch, wenn man sieht, dass heute wieder alles gefehlt hat, Spieler wie Marcel Bormann, der schon seit 6 Wochen raus ist mit einer Schambeinentzündung, Danny Blum, der halt immer wieder was hat, ist halt so in dem Alter anscheinend. Und es wird knüppelhart jetzt die kommenden Spiele. Ich werde weiterhin alles geben, solange ich gebraucht werde. Aber die Rückendeckung, die manche Spieler von mir die ganze Zeit haben, haben sie ab sofort nicht mehr. Es geht jetzt nur noch nach Leistung. Und mehr habe ich nicht zu sagen. Es ist einfach Wahnsinn, was heute 90 Minuten passiert ist. Glückwunsch an Hauenstein, auch für den Rest der Saison. Sie werden definitiv die Klasse halten. Und alles Gute dabei. Ja, vielen Dank. Philipp, du noch Ihren Kommentar? Ich habe mir jetzt 52 Minuten, da ist der Rekord gefallen, im Strafraum. Was heißt das eigentlich? Nein, kein Elfmeter. Okay. Und der Danny Blum hat der Leistungsschwerpunkt. Genau, ging Kaudernheim 60. Minute raus mit Leistungsproblemen.
Ja, mal schauen, wann er wieder da ist. Aktuell hat jeder bei uns was und ich habe noch nie den vollen Kader gehabt und fand es, wir müssen mit dem arbeiten, was gerade da ist. Und das reicht aktuell nicht für viel. Das ist einfach die Wahrheit. Herr Weißgabe, ich habe eine Frage. Habt ihr heute nicht für eure ersten Elf haben mich auch Leute gefehlt? Bei uns haben auch 7 Leute gefehlt. Also es waren viele aus der Eingefahren, die letztes Jahr gekommen sind. Kapitän fehlt, einige Neuzugänge mussten jetzt bekraften, aber die wurde jetzt auf den Platz gestanden haben, haben wir auch sehr gut gewesen. Ja, dann vielen Dank an alle. Euch eine gute Rückfahrt nach Hauenstein. Dankeschön. Wir sehen uns im Rückspiel. Eine gute Runde und ja, wir waren wirklich überrascht von eurer Leistung. Noch eine Vorschau auf die nächsten Spiele. Ja, wir haben gar keine Zeit, uns irgendwo zu grämen. Nächste Woche geht es weiter. Am Mittwoch, den 21.08. um 19.30 Uhr beim SWS Offenbach. Und nächsten Samstag, 24.08. 13.30 Uhr beim SV Armania Waldalgesheim. Unsere zweite Mannschaft spielt morgen am 18.08. um 15 Uhr beim TuS Framersheim. Vielen Dank für euren Besuch und alle noch ein schönes Restaurant.